Initiating satellite scan. Camera deployed. Link establishing. Satellite coming down. Welcome to duty. Hallo, 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 liebe Triple-Fler, liebe Friends, Family und Fans, schön seid ihr wieder hier, schön seid ihr mit dabei, Farming-Freunde, in einer weiteren Episode LS19, wir sind schon am Schwitzen hier, ja, auch der Predi ist wieder hier. Hallöchen. Ja, ja, wir haben die, Hallöchen. Genau, wir haben die zwei Felder quasi fertig. Ich gehe jetzt mal, was habe ich gesagt, Gerste verkaufen. Yep. Und wenn wir genug Geld haben, kaufen wir uns einen Tieranhänger. Und dann wollen wir mal Tiere verkaufen, respektive kaufen gehen erst, bevor wir verkaufen, natürlich. Wir müssen unsere Tierproduktion ein bisschen hochtreiben hier. Oh ja. Genau. Gerste wollen wir verkaufen, haben wir gesagt. Genau. Oh. Oh, guckst du noch mit dem Ser, dass der auf die richtige Seite geht? Oh ja. Ist der falsch, Mois? Ja, der ist jetzt gerade am Ende. Mal schauen, ob er auf die richtige Seite dreht. Ja. Der macht sowieso gerade die Hälfte mal wieder nicht hier. Da müssen wir nachher noch nachsehen. Noch einmal. Aber geht in die richtige Richtung. Ja, ja, aber ich... Okay. Wir müssen nachher nochmal nachsehen, hier die Ecke, ne? Wie immer. Scheiße mit der Scheiße hier. Gut. Da sind wir, Lastwagen. Lastwagen. Ja, liebe Zuschauer, ich mache jetzt mal wieder ein bisschen Sound an hier. Kein Zustand. Da muss ich ja auch richtig hinfahren. Kann ja nicht sein, da mit der Gerste-Zeug hier. So, die Gerste wollen wir verkaufen im Hafen. Im Hafen, ne? Wanna drive this train. Ja, liebe Zuschauer, schön seid ihr wieder mit von der Partie, ne? Hier bei unserem kleinen LS19-Projektchen. Ja. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch hier. Oder gleich ein Channel-Abo. Das wäre noch viel toller. Genau. Und falls ihr sonst irgendwelche Fragen habt, fragt uns in den Kommentaren. Genau. Und dann unter dem Video hat es immer so Channel-Description, ne? Da stehen auch ganz viele interessantere Sachen drin. Interessantere Sachen. Was? Viele interessante Sachen. Warum hüpft der so? Ja, so Facebook-Link, Instagram, Twitter, Twitch für den Livestream beispielsweise. Ja, viele interessante Sachen stehen da drin. Wieso ist der so schwammig? Was ist mit dem Lastwagen kaputt? Was denn? Ja, der fährt sich wie ein Schiff. Der schaukelt nach. Was ist kaputt mit dem Ding? Hallo? Haben sie ein Update gemacht? Ich weiß es nicht, aber der schaukelt die ganze Zeit so hin und her. Hallo? Okay. Ja, ist kaputt. Alter, es wird hier schlecht mit der Scheiße. Lol, wieso wackelt der so? So, Money. Liebe Zuschauer, es gibt Money. Es gibt das. 60.000? Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube 61.000. Das ist easy. Das reicht für den Hänger.
Und dann gehe ich Schafe kaufen, ne? Oh ja. Oder wollen wir sonst noch was verkaufen? Wie du willst, du kannst ja... Nee. Sonst haben wir nichts mehr, oder? Ja, wenn wir verkaufen wollen. Genau. Und vor allem gibt es nur so halb Vollfahrt dann so. Für 10.000 und so. Das ist irgendwie so... Nee. Die Wolle? Ja, die Wolle. Aber da fehlt noch ein Palett. Ich hole mir jetzt erstmal einen Anhänger und uns einen Anhänger und dann holen wir Tiere. Und dann wollen wir sehen, wie viel da gemacht wurde. Ich glaube, es fehlen noch 500 für das letzte Palett Wolle. Mhm. Oh, wir können hier eigentlich ein bisschen... Oh, ich wollte eigentlich hier links. Das war zu optimistisch. Dini! Ah, fahren wir gleich hier durch. Weißt du, was man machen könnte? Was denn? Man könnte einfach mal einen zweiten Drescher mieten. Oh ja, das wäre auch was. Witzig. Ja. Ja, wäre auch nicht schlecht. So, ich bin aber beim Händler, ne? Mhm. Kauf nicht zu viel. Nein, 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 nein. Ich kauf nur die Welt. Ja, da geht's dahin. Liebe Zuschauer, ab zum Händler. Ausflug machen. Das Portemonnaie sitzt locker, die Geldbörse, ne? Portemonnaie. Ding, 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 ding. Rechts überholen. Ne? So müsst ihr zeigen, liebe Zuschauer. So. Wisst ihr wieso? Ne? Wieso, dass man das heutzutage so zeigt? Ich kann es euch sagen. Nämlich, die Arschlöcher werden auch immer größer. Deshalb, ne? Zeigen wir das so jetzt. Zwei Finger. Zwei Finger. Richtig. Könnte das eigentlich den Pred noch fragen? Das wäre so eine Quizfrage. Das ist aber schlecht. Du, ja, ich kann das nicht. Das müssen wir irgendwann mal, glaube ich, beim Livestream machen oder so. Das ist ganz schlecht. Das geht schlecht. Okay. Es geht ganz schlecht. Kann ich nicht fragen, weil du mich nicht sehen kannst. Ich kann dir nicht sagen, was ist das, weil du es nicht sehen kannst. Ja. Also, 24.000 kostet der Anhänger hier. Mhm. Hat Platz für 10 Schafe. Kaufen wir, oder? Kaufen wir. Kaufen, kaufen. Mein Gott, ich hab's getan. Uah. 10 Schafe kosten etwa 10.000 dann. Ja, ich glaube, wenn du das Stunts machst, kostet es 2.000 pro Schaf. Also wenn ich hinfahre, nehme ich an 1.500. So 500 weniger nehme ich an. Aber wir werden gleich sehen. Ich fahre jetzt zum Händler. Nicht vergessen, liebe Zuschauer, so wird's gemacht. So. Zwei Finger. Zwei Finger. Denn die Arschlöcher werden immer größer. Deshalb zwei Finger. So. Übrigens, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe ihn rechts überholt. Ich habe ihm trotzdem zwei Finger gezeigt. Weil ich bin Bauer.
Ich bin von Natur aus kriscremig. Ich bin ja gespannt. Frau. Welcher Affe haben? Chef! 200. Ja? Liebsten. Da muss ich viel fahren für 200. Mit Platz von 10 halten, aber ewig fahren. Ding, 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 schön seid ihr dabei in unserem kleinen Alice Project. Mm-hmm. Yeah, yeah. Genau. Kann ich den... Wo zur Hölle muss ich die Tiere einladen hier? Wo ist der olle Händler? Ist er nicht vorne dran? Tiermenü öffnen. Was haben wir für Schweine? Nicht Schweine, Schafe. Was haben wir für Schafe? Schwarz-Weiß, weiße. Ne? Weiße. Ne, weiße. Sicher? Schaf-Weiß haben wir. Jupp. Oh, ich gehe nochmal. Und zwar 46. Ja, weiß, genau, weiß. Gut. Schaf, weiß. Verschieben. 1500. Okay. Im Kauf mit dem Anhänger kostet es mich 1500. Und verkaufen gibt wie viel? Ich sag's dir gleich. Ich fahr nochmal hin. Tausend. Okay, ein bisschen wenig, ne? Ja, jetzt gucke ich mal. Wenn wir so verkaufen wollen. Ah, das geht nur beim Hof, so muss ich mal gucken. Ja, 1000. Mit dem Anhänger vorbeibringen. Ich bin gespannt, wie viel es gibt. Wenn wir es vom Hof aus machen. Wenn es auch 1000 gibt vom Hof aus, können wir uns den Anhänger nachher sparen. Also zum Schafe kaufen. Aber irgendwann müssen wir ja keine mehr kaufen gehen. Mhm. Weil die sich so krass vermehren. Ja, aber ich weiß, wenn man die Schafe vom Hof aus bestellen, kosten sie 2000. 500 sind, glaube ich, Transportgebühr pro Tier. Mhm. Gott, kommt das nicht noch extra dazu? Mhm. Ja, kommt eigentlich schon einige. Ja, sparen schon. Aber ich glaube, wir können rein mit Schafen nicht überleben. Das ist so ein Nebenverdienst, glaube ich. Denke ich auch. Machen einfach noch eine Schaffarm. Ich will nebendran eine Kuhfarm machen. Einen Kuhstall. Und irgendwo... Gibt's noch Hühner, habe ich gesagt. Nemo, gibt's noch Hühner? Ja, genau, die Hühner. Das könnte man eigentlich jetzt schon machen. Ja. Wie mache ich die Hof, Betty Max? Da. Mal kurz gucken. Was habe ich bezahlt für ein Tier? 1500, ne? Also.
Ja, hier kostet es gleich viel, kommt aber die Gebühr noch dazu, ne? Also, das bringt, glaube ich, nicht viel, ne? Also, wir behalten den Anhänger auf jeden Fall. Wir können dann noch mehr Schafe kaufen. Soll ich noch mehr Schafe kaufen gehen jetzt? Ja, mach doch noch. Passt eh. Kurz gucken. 6 und 5, sind nochmal 10 kaufen gehen? Ich würde. Oh, okay. Sonst kommen wir da nie vom Fleck. Ja, das stimmt. Ja, nochmal Schafe kaufen. Das Schafprojekt. Liebe Zuschauer. Wenn du willst, kannst du nachher noch Stroh verkaufen. Oh ja. Yeah. Ist auch noch was, ja. Ja, liebe Zuschauer, so geht's hier. Holen wir uns wieder Tiere. Viecher. Das war mal vielleicht ein bisschen schlauer hin dieses Mal. Schafweiß. Oh, ist eigentlich die Seemaschine fertig? Nee, nee. Nee? Die ist in der Hälfte. Krass. Das Feld ist aber riesig. Abartig. Ja. Ding, ding, ding. So geht's, liebe Zuschauer, ne? Bam, 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 bam. Hast du eigentlich gesehen, ich habe einen Dieseltank gebaut. Na, wo ist der? Neben der Werkstatt. Oh, ja. Jo, da passt er gut hin. Oh ja. So, 66 Schafe haben wir jetzt. Ist okay, oder? Nur alle 21 Stunden hat sich das jetzt angepasst? Nein, noch nicht. Da musst du erst die Zeit ein bisschen laufen lassen. Okay. Aber da der noch am Sehen ist, möchte ich das nicht machen. Sonst haben wir dann wieder Feldprobleme. Das ist nur die Hälfte fertig und so und... kurz warten, bis er fertig ist. Und ich möchte jetzt eigentlich keine Schafe mehr kaufen, weil wir knapp an Geld sind sonst. Ja. Aber ich versorge die mal noch mit Sachen, ne? Bisschen Gras und Zeug. Ne? Haben wir noch alles? Ja, die fressen ja nichts. Das ist krass. Ja. Viel Schmutz gibt's.
Und viel trinken, ja. Ah, trinken tun sie viel. Ja, schon. Die trinken viel. So, den lassen wir mal füllen hier. Oh Gott. Ja, und schon sind die Tiere wieder zufrieden. Ein bisschen Wasser noch. Din, din, din. Ein bisschen Sauberkeit. Ja, das habe ich gerade gemacht. Das hat sie mir noch nicht genommen. Ja? Komisch. Ich glaube, das stimmt hin und wieder nicht. Das braucht doch ja eben noch ein bisschen Zeit wahrscheinlich. Ja. Möglich, möglich. Alter, wir haben Schafe. Wir haben Tonnen an Schafe. Geld 250 passen. Ja? 280. 250. Geil. Das ist krass. 250 Schafe. Ja, das kriegen wir schon hin. Jemand haben wir 250 Schafe. Mhm. Wie viele Folgen brauchen wir? Und viel was? Wie viele Folgen? Machen wir eine Schafzuchtfolge? 250 Folgen für 250 Schafe. Ja, der Seher ist natürlich gerade dran, ne? So, der Ladewagen bei dir? Ah, der steht da auf dem Feld irgendwo. Da hat es ein bisschen ja. Stroh drin. Ich nehme jetzt halt einen der kleinen Trecker, weil die großen sind alle. Ne? Ich weiß nicht, ob ich den ziehen kann. Ich werde es gleich sehen. Ja, versuch's mal. Bin gespannt hier. Der fette Ladewagen mit dem kleinen. Ah, jetzt habe ich doch das olle. Was denn? Ich hab doch das olle Fass abgehängt. Aber das olle Fass habe ich gar nicht abgehängt. Ich habe den Frontlader abgehängt. Das passiert mir auch öfters. Da liegt aber so eine Gabel rum hier. Falsches Werkzeug ausgewählt. Nja. So. Njet. Ja, mehr Schafe ist das Ziel. Lalalalalala. Ne, ich glaube, unser Ziel ist nachher mal eine Ballenpresse, oder? Also die für den Stroh oder die für. Für Silage. Silage, Rundballen. Wir wollen die BGA in Betrieb nehmen, oder? Ja, genau. Da wäre ich auch dafür. Ja. Wir sparen für eine Ballenpresse. Und irgendwann müssen wir sparen noch für einen Trecker. Wir brauchen noch einen großen Trecker. Ja. Wir sind ein bisschen knapp damit. Oh. Gleich sind wir fertig. Letzte Spur, oder wie nennt man das?
Ja. Ich glaube, mein Trecker ist hier gleich überfordert. Meinst du? Ja, 30 Tonnen und da geht nicht mehr viel. Das Lustige ist, er ist so klein, dass er mittendrin fast anhängt bei der Schwade. Er kann fast nicht fahren. Geil. Oh, ich weiß gar nicht, haben wir das Heu-Ding eigentlich voll? Stroh? Ich glaube, das ist voll. Ah, ne, ist nicht voll. 132.000 okay. Ist drin. Ja, da kann ich zumindest ein bisschen da verkaufen. Hinmachen gehen jetzt. Yep. Die Sämaschine hat ewig und 3 Jahre bis fertig, ey. Yep. Ist auch ein Riesenfeld. Was willst du? Ist aber geil, das gibt Geld. Das Feld ist einfach der Bringer. Oh, aber ich glaube, das hat's gebracht hier mit den Bäumen. Auf dieser Seite macht das jetzt schön. Ja, das ist gut. Dann müssen wir nur noch das andere Feld kaufen da. Ja, 300.000. oder wir schneiden einfach unten ein bisschen ab. Das wäre die andere Variante. Können wir eigentlich auch. Ja, theoretisch können wir mit der Walze einmal die ganze Länge einmal walzen. Ja, wir müssen relativ viel walzen, oder? Das ist mehr als eine Mescherbreite. Eine Drescherbreite. Okay. Eine Mescherbreite. So viel. Ich glaube, ja. Na gut, aber liebe Zuschauer, das war's schon wieder mit dieser Folge. Oh mein Gott, Preto und ich machen das Feld jetzt noch fertig. Stroh verkaufen. Und dann, je nachdem, wenn die Sämaschine fertig ist, hauen wir drauf und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es eigentlich heißt, wir brauchen Geld für eine Ballenpresse. Wir wollen eine Ballenpresse. Silage. Wir brauchen die BGR. Genau. Genau. Wir sind arm und brauchen das Geld. Genau. Verschiedene Arten von Einnahmen gleichzeitig. Das ist das Ziel. Und, Spoiler. Nächste Folge gehen wir Wolle verkaufen. Das müsste nämlich fertig sein bis dahin. Genau. Dann tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace out. Stay tuned.